Eine unaufrichtige Freundschaft. Es war einmal ein Mann vom Lande, der war mit einem Städter befreundet. Der Landmann hieß Hassan und der Städter hieß Mahmud. Wie man sehen konnte, war die Freundschaft zwischen den beiden wirklich eng. An jedem Sonn- oder Feiertag machte sich Mahmud auf, um seinen Freund auf dem Land zu besuchen. Und jedes Mal, wenn Mahmud wieder in die Stadt zurückkehrte, hatte er ein Geschenk mit nach Hause zu tragen. Nie kehrte er mit leeren Händen zurück. Die Geschenke, die er mit zurücknahm, waren Feldfrüchte, die Hassan in seiner eigenen Pflanzung gesetzt hatte: Bananen, Papaya, Jambu, Cassave, Batate und dergleichen mehr. Manchmal erhielt Mahmud auch ein Huhn oder Eier. So war das Verhalten des Landmenschen immer aufrichtig, herzlich und freigebig. Doch es war eigenartig. Sie waren nun wirklich schon lange befreundet und Mahmud war schon wiederholt aufs Land zu Besuch gekommen. Aber Hassan war noch nie in die Stadt gegangen, um die Besuche seines Freundes zu erwidern. Es schien, als habe er eine Abneigung gegen die Stadt, denn wie er bekannt war, war er nur ein Landmann und einfacher Bauer. Mahmud hinwiederum fragte Hassan nie, warum der Freund niemals seine Besuche erwiderte. So dauerte die Freundschaft der beiden für einige Zeit. Eines Tages heiratete dann Hassan und er vergaß nicht, seinen Freund aus der Stadt einzuladen. Mahmud kam zu der Hochzeit Hassans, ja, er übernachtete sogar im Hause seines Freundes, und als er wieder in die Stadt zurückkehren wollte, musste er nicht wenige Geschenke mit nach Hause nehmen. Hassan selbst war es, der alles zurechtlegte, was sein Freund mitnehmen sollte. Nachdem die Hochzeitszeremonie vorbei war, schnitt er persönlich die Bananen ab, die er seinem Freund geben wollte. Ganz früh am Morgen war Hassan bereits auf den Beinen und fing wirklich fette Hühner. 40 Hühner und Enteneier machte er in einem Korb zurück, den er vorher mit Reisstroh ausgelegt hatte. Selbstverständlich gehörte Hassan zu den wohlhabenden Bauern im Land. Außerdem legte Hassan Früchte seines Gartens wie Kohl, Karotten und Bohnen zurecht. Und weil sein Freund so viel mitnehmen sollte, befahl er Hassan, einem seiner Gehilfen, die Sachen mit einem Pferd zu bringen. Hassan selbst begleitete seinen Freund bis zur Hauptstraße. So groß war die Freigebigkeit dieses Bauern vom Lande. Es vergingen wieder einige Tage. Und wie gewöhnlich am Sonntag kam Mahmud, um seinen Freund auf dem Land zu besuchen. Wie es zur Gepflogenheit geworden war, wurde er von Hassan mit Freuden empfangen. So ist es immer Brauch bei den Bauern auf dem Land. Aufrichtigkeit, Herzlichkeit und Freigebigkeit. Als Mahmud in die Stadt zurückkehren wollte, vergaß wie üblich Hassan nicht, seinem Freund Geschenke mitzugeben. Auch dieses Mal begleitete Hassan Mahmud bis zur Hauptstraße. Als Mahmud weg war, fragte Hassans Frau: Kandar, wer ist denn dieser Städter? Stolz erzählte Hassan, dass dieser Städter niemand anderer als sein enger Freund Mahmud sei, und er vergaß nicht, die Herzensgüte und Treue seines Freundes zu preisen. Dann fragte Hassans Frau weiter, warum ihre Ehemann seinem Freund immer Geschenke mitgebe, wenn Mahmud in die Stadt zurückkehre. Stolz erwiderte Hassan: Aber gewiss, Dinda, ich kann doch einen so treuen Freund nicht ohne Geschenke nach Hause gehen lassen. Hassans Frau fragte weiter: Hast du schon einmal die Besuche deines Freundes erwidert? Da antwortete Hassan recht zögernd: Noch nie. Aber diese Frage ist nicht so wichtig. Außerdem nimmt es mir mein gutherziger Freund nicht übel,
wenn ich seine Besuche nicht erwidere. Hassans Frau lächelte nur bei der Antwort ihres Mannes. Sie begann, an der Aufrichtigkeit der Freundschaft Mahmuds zu ihrem Mann zu zweifeln. Und eines Tages gelang es ihr, ihren Mann zu überreden, in die Stadt zu gehen und die Besuche seines Freundes zu erwidern. Hassan zog seine schönsten Kleider dafür an. Dann ritt er auf einem prächtigen Schimmel in die Stadt. Beim Haus seines Freundes angekommen, band er sein Pferd an einem Baum fest. Und nachdem er begrüßt hatte, trat er ein. Mahmud bat ihn, sich hinzusetzen. Schüchtern, verlegen und ungelenk ließ sich Hassan in einem Sessel bei seinem Freund nieder. Sie hatten noch nicht lange gesessen, da fühlte der empfindliche Landmensch, dass irgendetwas die Gedanken seines Freundes beschäftigte. Er sah, dass sein Freund nicht ebenso lachte und herzlich war, wie wenn er auf dem Land zu Besuch war. Da fragte Hassan, warum sein Freund so besorgt aussehe. Mahmud antwortete: Mein Freund Hassan, ich habe gehört, dass der Herrscher heute sehr zornig ist. Sein schönster Schimmel ist verschwunden. Der Herrscher hat seine Soldaten bereits aufgetragen, jeden zu ergreifen, der einen Schimmel reitet. Schon seit einiger Zeit durchstreifen und durchsuchen die Soldaten die Viertel der Stadt. Sie sind sehr böse und schlagen jeden, der es wagt, einen Schimmel zu reiten. Ich weiß, wie rau und grob die Soldaten sind. Häufig fragen sie gar nicht erst, sondern schlagen geradewegs zu oder misshandeln gar die Leute, denen sie misstrauen. Ich bin besorgt, wenn sie hier vorbeikommen und deinen Schimmel sehen. Ich bin wirklich sehr besorgt um dein Leben, um mein Freund Hassan. Wie erschrak Hassan bei dem Bericht seines Freundes. Er sprang auf und verabschiedete sich, denn er wollte schnell nach Hause. Auch vergaß er nicht, Mahmud zu danken. Er dachte bei sich: Wenn mein Freund mir nicht gleich von dem verschwundenen Pferd des Herrschers erzählt hätte, würde ich bestimmt misshandelt werden. Mahmud tat so, als ob er den Freund zurückhalten wolle, doch weil er Angst hatte, wollte Hassan seinen Wunsch nicht erfüllen. Er fürchtete, von den rohen, groben Soldaten des Herrschers ergriffen zu werden. Schnell sprang Hassan auf sein Pferd und trieb es nach Hause. Hassans Frau war sehr erstaunt, als sie ihren Mann so schnell zurückkommen sah. Sie fragte ihn: Warum kommst du so schnell zurück, Kanda? Da erzählte hier Hassan offen von der Geschichte seines Freundes, und er vergaß nicht, die Großherzigkeit Mahmuds zu preisen. Hassans Frau, die bereits die Zusammenhänge begriffen hatte, lächelte nur, als sie die Geschichte ihres Mannes hörte. In ihrem Inneren pries die kluge Frau die Aufrichtigkeit und Rechtschaft ihres Mannes. Sie schwor sich, die unaufrichtige Freundschaft zwischen Mahmud und ihrem Mann zu beenden. An einem Sonntag kam Mahmud wieder, um seinen Freund zu besuchen. Hassan arbeitete zu der Zeit zufällig gerade in seinem Garten. Mahmud traf die Frau seines Freundes vor dem Hause sitzend an. Er fragte nach Hassan. Oh, antwortete Hassans Frau, als ob sie traurig sei. Wie unglücklich ist das Schicksal meines Mannes. Warum? Fragte Mahmud erstaunt. Ach, kein Mensch darf ihn hier zu Hause besuchen. Wenn er auch nur herkommen sieht, den verfolgt und schlägt er. Bereits seit einigen Tagen ist er vom Wahnsinn befallen. Ach, da kommt er ja. In dem Moment war Hassan zufällig gerade mit seiner Arbeit fertig geworden und wollte nach Hause, um sich auszuruhen. Weil Mahmud aber den Worten der Frau seines Freundes glaubte, verabschiedete er sich schnell, um nach Hause zurückzukehren, und ging davon. Er fürchtete, wenn sein Freund wirklich wahnsinnig sei, von ihm geschlagen zu werden.
Als Hassan sah, dass jemand zu Hause war, schulterte er seine Hacke und beschleunigte seinen Schritt. Das ließ Mahmud noch ängstlicher werden und der Erzählung von Hassans Frau Glauben schenken. Zu Hause angekommen, fragte Hassan seine Frau: Wer war denn der Mensch da, Adinda? Weshalb ist er hierher gekommen und warum sieht er so eilig aus? Da antwortete seine Frau: Oh, dieser Mensch ist niemand anderer als dein treuer und großherziger Freund aus der Stadt. Er kam hierher und bat um einen Stampfer. Ich hieß ihn warten, da du im Garten warst. Doch, weil er noch etwas Wichtiges vorhatte, ging er sogleich wieder nach Hause zurück. Warum hast du ihn denn nicht heimgebeten? Sagte Hassan. Wir haben doch genug davon. Weil er wusste, dass Mahmud noch nicht weit war, nahm Hassan schnell einen schönen, guten Stampfer und eilte seinem Freund nach. Dabei schrie er: Hey, Mahmud, warte doch einen Moment, ich bringe dir den Stampfer, um den du gebeten hast. Als er Hassan laufen und mit Geschrei einen Stampfer schwingen sah, wuchs die Furcht Mahmuds noch mehr. Er glaubte immer mehr, dass Hassan tatsächlich wahnsinnig sei, und deshalb lief er eiligst davon. Er fürchtete, dass Hassan mit dem großen Stampfer auf ihn einschlagen würde. Als Hassan seinen Freund davonlaufen sah, rannte er noch schneller und schrie und rief dabei nach Mahmud. Der aufrichtige und freiwillige Landmann brachte es nicht übers Herz, seinen Freund ohne ein Geschenk zurückkehren zu lassen. Doch Mahmud, der Angst hatte, glaubte noch fester, dass sein Freund wahnsinnig sei. So rannten die beiden Freunde einige Zeit hintereinander her. Der eine bemühte sich, seinen Freund einzuholen, weil er es nicht übers Herz brachte, ihn mit leeren Händen nach Hause gehen zu lassen, während der andere aus Angst lief, denn er fürchtete, von seinem Freund, den er für wahnsinnig hielt, mit dem Stampfer geschlagen zu werden. Weil er Mahmud nicht einholen konnte, kehrte Hassan schließlich mit seinem Mörser nach Hause zurück. Der Landmann war sehr traurig, weil er seinem Freund nicht das hatte geben können, was er benötigte. Er dachte bei sich: Weh, mein großherziger Freund ist bestimmt recht zornig auf mich, so dass er nicht einmal mehr auf meine Rufe achten wollte. Und wie stand es mit Mahmud? Zu Hause angekommen, war er sehr bleich. Einmal, weil er noch nie so schnell gelaufen war. Und zweitens, weil er Angst hatte. Ja, er wurde sogar für einige Tage krank. Seitdem wagte er es nicht mehr, seinen Freund Hassan zu besuchen. Er hatte tatsächlich Angst, von Hassan, den er für wahnsinnig hielt, geschlagen zu werden. Auf der anderen Seite wartete Hassan immer auf das Kommen seines Freundes, der ihn nicht mehr besuchte. Der Landmann wollte Mahmud nicht aufsuchen, denn er glaubte, sein Freund sei noch recht zornig auf ihn. So endete schließlich die Freundschaft der beiden Männer, weil Aufrichtigkeit und Rechenschaftsheit nur von einer Seite kam. Denn jede Freundschaft muss auf beiden Seiten von Aufrichtigkeit und Rechenschaffenheit begleitet werden.